Hallo Leute, heute wollen wir das Lego Star Wars Heft Nummer 69 vorstellen. Der Preis beträgt 3,99 Euro, wie immer. In dem Heft ist so ein Sammelding hier für Ninjago dabei. Und als Figur Palpatine, als Lego-Figur. So, dann wollen wir das Ganze mal. Ich schneide es erstmal so ab, weil ruckzuck ist das Heft beschädigt. Und das möchte ich nicht, weil das kommt in die Sammlung. Und das werde ich nicht aufmachen, weil Ninjago-Sammelfiguren, da sammle ich nicht. Mein Sohn sammelt es auch nicht, also tun wir das mal schön an die Seite. Besprechen wir erstmal das Heft, wie sonst auch, Werbung, die Übersicht, dann ein Comic, natürlich immer wieder mit Werbung gespickt, denn für die 3,99 sollte auch ein bisschen was geboten bekommen. In der Mitte befindet sich ein Wendeposter. Einmal jenes. Na, das kriegen wir auch ohne Blenden hin. Und auf der anderen Seite ist dann jenes. Dann wieder die berühmte Abo-Geschichte. Wenn ihr das dann abonniert, könnt ihr euch dann hier so ein Ding aussuchen. Müsst ihr, glaube ich, einen Euro dazu zahlen oder was. Das sind die Herstellungskosten von so einem Set, denke ich mal. So. Dann hier ein paar Rätselseiten. Die sind ganz an für sich ganz okay. Dann geht es weiter hier mit dem Comic. Und dann haben wir die berühmte Vorschau, was beim nächsten Mal drin ist. Naja, ich habe das Ding abonniert, also werde ich es mir gefallen lassen. So, dann über Togo auf der letzten Seite Star Wars Sets, die jetzt in nächster Zukunft kommen. Ab dem 2.2.2021 sind diese Sets hier erhältlich. So, und dann wollen wir mal zur Tat schreiten. Wir werden... Na gut, müssen wir es aufschneiden. Die wollen nicht, dass ich es aufreiße. Schade. So. Da lassen wir schon die Köpfe rollen. So, das lege ich mal hier hin. Da kann sich das dann der Zuschauer in Ruhe anschauen. Naja, viel zu sagen gibt es da nicht. Der ist ruckzuck zusammengebaut. Irgendwie habe ich heute ein bisschen glatte Hände. Das kommt von vielen Abschmirgeln. So. Da sitzt noch ein ungebetener Gast drin. Ich bin doch kein ungebetener Gast. So, da könnt ihr euch sein Gesicht mal ansehen. Eine schöne Bedruckung. Sein Cape. Nein, das ist nicht Batman. So. Der hat natürlich auch noch einen wunderschicken Helm.
ein Lichtschwert. Früher nannten wir sowas Kerze. War der Rechtshändler? Ja, ne? So, jetzt haben wir ihn hier in seiner vollen Pracht stehen. Mal gucken. Naja. In Szene setzen ist anders. Echt hübsche Figur. Kann man nicht sagen. Sehr schön. So, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, die 3,99 Euro haben sich gelohnt für das Heft. Und wie gesagt, wir werden immer, wenn die Hefte erscheinen, das ist heute mit der Post gekommen, werden wir das immer sofort in unsere Liste aufnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen oder abonniert uns auch. Wenn es nicht gefallen hat, dann schreibt es uns auch bitte in die Kommentare. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich mit dem üblichen Let's Brick.